Hallihallo, einen schönen guten Abend euch allen. Diesmal hat es aber wunderbar geklappt mit dem Übergang, denke ich. Schreibt mir nochmal vielleicht ganz kurz, ob Ton und Bild gut ist, damit ich mich zufrieden zurücklehnen kann. Ich lese mal kurz, was geschrieben wurde. So, der Udo sagt schon mal, dass er die magischen Läufe auch magisch findet und das finde ich gut. Weil dann weiß ich, das Ganze ist nicht umsonst. Ist natürlich auch klar, das ist mir auch bewusst, dass nicht jeder das Gleiche mag. Und das ist euch wahrscheinlich auch bewusst. Vielleicht zieht jeder was ganz anderes hier aus der ganzen Geschichte und dann ist es auch okay. So. Gut, es kommen immer mehr dazu. Arno ist auch wieder da, wunderbar. Aus Baden-Württemberg, Leonberg. Die meisten kenne ich ja inzwischen. Auch unser Ire ist da. Wunderbar. Bild und Ton passen, sagt Arno. Bin ich zufrieden. Bei Jörg auch. Und pünktlich war ich auch noch. Das freut mich persönlich auch. Ja, ich fange bei Andys Frage mal an. Ganz unten, 1901. 34 Leute sind wir auf einmal. Ich habe gerade noch geguckt, da waren es 23. Was passiert hier? Mal ist das auch alles in Ordnung. Ich erkläre mal noch ganz kurz den Transposer. Den habe ich ja immer hier am Tisch liegen. Ich gehe mal auf die Kamera. Sollte... Ne, diese hier. So. So, so blendet es nicht, müsste funktionieren. So. Also, du fragtest, um in andere Tonart zu kommen. Nehmen wir an, du hast ein Lied jetzt in einer bestimmten Tonart. Machen wir mal irgendwie so ein Beispiel. Nehmen wir an, das Lied ist in A geschrieben. Vielleicht kommen dann zum Beispiel auch andere Griffe vor, Mollgriffe, die du nicht kannst. Dann wäre nämlich hier B-Moll. Also ich bin jetzt hier auf dem Lineal eingeschoben A auf die 1. Dann hast du vielleicht Cis-Moll könnte drin vorkommen oder auch Fis-Moll. Ja, D und E, die Hauptakkorde in Dur, die sind ja einfach. Das dürfte für die meisten nicht das Problem sein. Aber es gibt ja auch andere Gründe, um in eine andere Tonart zu wollen, nämlich dass man einfach anders singen will und man hat keinen Kaput zur Hand. Nehmen wir an, man würde tiefer singen wollen, da würde man vielleicht auf die D kommen. Unter A liegt ja G. Dann schiebt man sich einfach das andere Lineal. Genau über dem A schiebt man das auf G ein. Das heißt, ich bin jetzt im Grunde auf dem, unter dem A, mit dem Lineal. Und jetzt kannst du einfach immer den unteren nach oben sozusagen ersetzen. Den unteren ersetzt du durch ein G, wenn da ein D drin vorkam, auf C und das E auf D. Und entsprechend wären die Mollakkorde, die hier schwierig waren, B-Moll wäre einfach A-Moll. Ja, dafür wäre aber ein Cis-Moll immer noch ein B-Moll. Und so wurstelt man sich durch. Das Schöne ist, dass du jetzt die andere Tonart einfach ausprobieren kannst, indem du einfach es anders einschiebst. Bei E-Dur siehst du dann, was bei E-Dur rauskäme, wenn du es machen würdest. Oder D-Dur ist ja für viele Anfänger die von mir bevorzugte Tonart. D-Dur aus A wäre D. Aus D würde G, auf E, E würde A. Und Moll-Akkordmäßig hätte man aus B-Moll noch ein E gemacht, also E-Moll. Aber schon dieser zweite ist bei D-Dur auch gar nicht so einfach. Was ihr euch grundsätzlich merken könnt, wenn ihr mit dem Transposer arbeitet und ihr habt ein Lied mit zum Beispiel drei verschiedenen Moll-Akkorden und die sind alle im Barré, dann kann ich euch sagen, grundsätzlich ist dann
die Tonart C-Dur am leichtesten. Weil ihr seht zum Beispiel, wenn ihr C-Dur euch anguckt, gut, C kann man oder kann man nicht. Das F ist noch das Schwierigste, aber das kann man ja vereinfachen, hatte ich euch gezeigt. Wer da Fragen hat, muss das auch nochmal kurz schreiben. Der Vorteil an C-Dur ist ganz einfach. Alle Mollakkorde, die gelben, das sind einfache Akkorde, also offene Akkorde. Keine Barré. Also ihr habt D-Moll, ihr habt E-Moll und ihr habt A-Moll. Das sollte man sich grundsätzlich sozusagen auswendig lernen. Ist eigentlich, lernen ist schon übertrieben. Einfach mal merken. C-Dur, wenn viele Mollakkorde vorkommen. Ich hoffe, dass das dir hilft. Andy, wenn das okay war, dann schreib es kurz mal, dann weiß ich, dann kann ich das schon mal abhaken. Ich sehe neue Namen hier. Uwe Bock, denke ich mir. Hallihallo. Rodrigo schreibt, ich habe das Transponieren dank des Transposers verstanden, habe ihn mir schon vor langer Zeit gekauft. Vielleicht kannst du das zu verdeutlichen nochmal auf der Gitarre an einem Griff erklären. Jetzt weiß ich nicht genau, wie du das meinst, weil vielleicht hast du das auch geschrieben, bevor ich das gerade erklärt habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war auch so. Sonst schreib's nochmal, Rodrigo, wenn du was Bestimmtes da sehen willst. So, Herbert Gröbner war, glaube ich, schon mal hier, oder, Herbert? Aber auf jeden Fall ein Hallo auch an dich. Vielleicht hilft das nochmal zusätzlich. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie ich es umsetzen soll mit dem Transponieren, aber schreibt, es war ja auch 1903. So, Tommy, kurz was anderes. Was nehme ich denn am besten für eine Feile, um den Sattel runterzufallen? Die kann ich dir zeigen, die habe ich bei mir in der Schublade. Augenblick. Immer zur Hand, wie du siehst. Ich habe sogar drei. Hier, so, zeige ich mal. Das sind ganz einfache Dreikantfeilen. Diese habe ich modifiziert, indem ich, die war auch gleichschenklich sozusagen. Hier sieht man das noch in der Mitte. Hier ist die nicht gleichschenklich. Hier habe ich die extra seitlich an beiden Flanken sozusagen abgeschliffen, damit, wenn ich die einfeile, wenn ich den Sattel einfeile, dass die Kerbe nicht breit wird, sondern einigermaßen schmal. Das hier ist eine, die ist sowieso relativ spitz zulaufend, die Feile. Das ist meine Hauptfeile. Die ist unverändert. Die ist so nicht schlank und nicht dick, die ist so mittelmäßig. Die hat eine Spitze, die ist ein bisschen dünner, wie man sieht. Ich hoffe, dass man das sieht. Ja, ich denke, das kann man ungefähr erkennen. Mit der mache ich eigentlich alles am liebsten. Funktioniert tadellos. Gibt aber auch so ein Set, das hatte ich mal von Amazon verlinkt. Es lohnt sich kaum, muss ich sagen, es lohnt sich kaum, diese Feilen einzeln zu kaufen. In diesem Set, da gab es noch mehr Teile, müsste ich mal nachgucken gleich. Wenn das einen interessiert, müsst ihr mit da schreiben. Dann mache ich am Ende nochmal einen Link von diesem, das war so ein Etui, da waren mehrere Sachen bei irgendwie. Und das war nicht teurer, meine ich, als eine normale Feile, wenn man die kauft. So. Bei Thomann, warte mal, ich mache mal hier oben weiter, weil es geht jetzt relativ flott hier vonstatten. So, Pfeile bei 1904. Andy, danke für die Erklärung. Okay. Ne, aber wenn du was isst, Andy, immer melden. Bei C-Dur sind meine Finger zu ungelenkig. Da setze ich mal an bei Arno. Es könnte folgendes sein, dass folgender Fehler vielleicht bei dir vorliegt. So, C-Dur ist ja, sagen wir, das Optimum, wenn du greifst. Dass du hier vor dem Buntstäbchen bist, da musst du mal drauf achten, ob bei dir auch der Finger überhaupt davor ist. Der nächste auch vor dem Buntstäbchen und dann der, wenn es geht noch. Der ist Pflicht, weil da hindert einen gar nichts dran, außer man macht es aus Versehen. Merkt ihr grundsätzlich, dass eigentlich immer jeder Finger vor dem Buntstäbchen sein soll. Das geht nicht immer, aber das ist unser Bemühen, weil dann klingt es sauber und du brauchst dich nicht so anstrengen. Ja. Könntest du gleich mal schreiben, ob das vielleicht schon der Fehler war und dann diesen Griff zum Beispiel, wenn man den üben will, sinnvoll mit anderen leichten Griffen üben, zum Beispiel A-Moll. Ja.
Da sieht man ja schon, da hat man zwei, die fast bleiben, der bleibt ja nur fast, der muss Platz machen, der ist da nicht mehr vor dem Buntstäbchen, aber der hier, der ist auf jeden Fall vor dem Buntstäbchen. Wenn du dir andere Griffe vielleicht auch so angewöhnt hast, überprüf die alle nochmal, dass die Finger vor dem Buntstäbchen sind. Sonst schleppst du das dein Leben lang auf der Gitarre mit dir rum. Wenn ich solche Sachen erkläre, kann das jeder nochmal versuchen, ob das bei ihm selbst auch so ist. Denn das vergisst man ja auch am Anfang ganz schnell mal, dass das so sein sollte. So, ich guck mal weiter. Tommy Kleinsäure kann über Schlüssel fallen oder in den englischen Begriff um Transrosa mich etwas irritiert. Du hast aber, glaube ich, das Buch mitgekauft, oder? Da müsste das in Ordnung sein. Dann braucht man die Erklärung auf dem Gerät eigentlich nicht mehr. Habe die Jose Ribera Konzerte zurückgeschickt. War was kaputt dran, Holger? Oder klang die noch nicht? Herbert Gröbner sagt, ja, also du warst schon mal da, glaube ich, hatte ich gefragt. Na, kann das sein? Und Rüdiger, bei Thomann kosten die Sachen um die 100 Euro. Das ist eine Menge Geld. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich wüsste auch nicht, was da jetzt besser dran sein soll. Ich habe, ehrlich gesagt, ich zeige euch mal jetzt, um das Ganze mal in Relation zu setzen, fachmännische Geräte. Ja. So, ganz tief unten in meiner Schublade, seht ihr schon, wie hier Krams, habe ich sogenannte Profi-Pfeilen, die zeige ich euch von da. So, das sind sogenannte Gitarrensattelfeilen. Leute, wisst ihr, wie oft ich die benutzt habe? So gut wie gar nicht. Ja. In meinen Augen ist das Schwachsinn. Ja, weil normalerweise reichen diese anderen Teile. Das ist jetzt wirklich so, dass man gesagt hat, ich habe jetzt drei Pfeilen, aber an jeder sind zwei Seiten. Die sollen unterschiedlich sein. Ja, hier steht drauf 6 und 3. Das sind die Seiten mit gemeint. Hier ist 4 und 5. So, und jetzt soll ich danach feilen. Erstmal ist das ja so, eine Seite darf nie eingeklemmt werden. Ja? Wenn das zum Beispiel so ist, du nimmst jetzt hier die dritte Seite, also die dritte Seite und die richtige Kante sozusagen, die dafür vorgesehen ist, ja? Dann heißt das doch noch lange nicht, dass das genau für die Seite passt. Weil die Saitenstärken sind doch unterschiedlich, auch bei Konzertgitarrensaiten. Ja, das ist für Konzertgitarren gedacht. Und deshalb ist die Lösung meiner Meinung nach mit der ganz primitiven Sattelfeile weitaus besser und die funktioniert eigentlich immer. So, und bei diesem Set, was ich gesehen habe, was ich euch verlinken würde, dann, wenn ihr sowas braucht, da ist das, glaube ich, das auch, dass da mehrere sind. Das empfehle ich aus dem einfachen Grund, weil da meiner Meinung nach auch einfache Dreikantfeilen drin waren. Und dann hat man einfach noch ein paar mehr und es ist nicht teurer. Und da war, glaube ich, teilweise auch noch so ein Drehding bei, so eine Kurbel zum Seitenaufziehen. Von daher empfehle ich die nicht, weil man da 1000 verschiedene Feilen hat. Also sind auch, glaube ich, nur 3 drin gewesen. So, ich guck mal weiter. So. So. Holger schreibt, haben mir die CE 2000 von Harley Benton Konzertgitarre in Schwarz bestellt. Die kenne ich nicht. Also Konzertgitarrenmodelle kenne ich nicht so viele wie Western-Gitarrenmodelle, muss ich dazu sagen. Weil auch hier in der Schule werden hauptsächlich immer Western-Gitarren nachgekauft. Ich würde mal sagen, dass ungefähr bestimmt 85% aller Schüler Western-Gitarren im Endeffekt spielen. Ganz am Anfang haben oft fast alle eine Konzertgitarre, weil die Saiten sind irgendwie weicher und breiter, dadurch schneidet das nicht so. Ist auch gar nicht verkehrt, man hat ein bisschen mehr Platz. Wenn man sich daran gewöhnt hat und man merkt, man spielt auch hier meistens irgendwelche Popsongs,
dann klingt das einfach authentischer zum Original, als wenn man auf der Konzertgitarre spielt. Das ist meiner Meinung nach der Grund. Trotzdem gibt es auch manche, die finden den Konzertgitarrenklang schöner, auch auf Dauer, und dann haben die manchmal auch nur eine Konzertgitarre. Das ist auch Geschmackssache. So, Rodrigo sagt, ich glaube, Regel verdeutlichen die Thematik am Beispiel von E, beziehungsweise es bezieht sich ja auch auf den Capodaster. Gut, ich greife das mal so auf, wie du das sagst. Capodaster habe ich hier. Dann mache ich das passende Blatt mal auf. Das war auf E, der Aufbau. Und, Augenblick, müsste funktionieren. Ich mache das mal jetzt horizontal auf. Dann seht ihr unten meine Gitarre. Capodaster habe ich auch zur Hand. Im Grunde jetzt weniger sondern eher Theorie. Warum? Wie transponiert man mit dem Barré-Griff, beziehungsweise was hat das mit dem Capodaster zu tun? Barré-Griff ist ja, wenn ein Finger über alle Saiten geht, danach kommt zum Beispiel ein A-Griff wie A-Moll oder auch ein E-Griff. In dem Fall demonstriere ich das eben am E. So, und das bedeutet, für alle E-Griffe wie E-Moll zum Beispiel, das ist ja E-Moll in der ganz normalen Ausführung, der Griff E-Moll heißt E-Moll, weil einfach die E-Saite leer darüber angeschlagen wird und daraus entstammt der Grundton und deshalb heißt das E-Moll. Dieser Grundton verändert sich in dem Moment, wenn ich zum Beispiel ein Capodaster drauf mache oder meinen Barré-Finger nehme. Der Barré-Finger ist im Grunde gleiche Funktion, als wenn ich ein Capodaster versetze. Spiele ich das Lied mit Capodaster jetzt, greife ein E-Moll, dann habe ich ja alles verändert hier. Hier greife ich ab, vielleicht wisst ihr das, den Ton. Ich zeige es mal hier oben. Ich bin ja hier jetzt. Hier ist ein F, ich greife aber im zweiten an. Das nennt man dann Fis. Ja? Das heißt, dieser Griff ist kein E-Moll mehr, sondern ein Fis-Moll, weil der Name jetzt diesem zweiten Bund entstammt aus der E-Saite. Und so geht das weiter. Gehe ich hier drauf, könnt ihr euch denken, das ist jetzt ein G. Also ist das G-Moll. Und so geht das immer weiter. Und wenn ich das jetzt statt Capodaster mit dem Zeigefinger mache, ist das eben genauso. Das Schöne ist, mit dem Zeigefinger geht schneller, wenn man das erstmal kann. Wenn ihr auch noch eine Übung machen wollt, wie man die am besten lernt, dann schreibt das in den Chat, dann können wir das auch noch machen. So, das war die theoretische Erklärung. Das Blatt liegt übrigens, was ich hier habe, das liegt im Download-Ordner. Den verlinke ich nochmal, weil es gibt ja auch einige. Ich glaube, ich habe sogar irgendwas Neues da reingelegt. Genau. Könnt ihr euch alle am besten runterladen. Was habe ich jetzt gemacht? So. Also Achtung, der Link kommt. Abgeschickt. Ich gucke mal eben weiter. Also die Feilen heißen Schlosserfeilen oder Nadelfeilen, die kleinen. Ja, diese kleinen, so ganz kleinen Nadelfeilen hatte ich auch mal, die brauche ich eigentlich gar nicht. So, ich bin bei 1912 am Lesen. Habe ein Mini-Feilen-Set für 15 Euro bestellt, das kommt hin. Und deshalb sagte ich, dieses andere Set, was ich da hatte, da waren eben andere Teile dabei und das kostete insgesamt nur 6 oder 7 Euro. Gut, so. So. Ein Wirbel ging so schwer und klang nicht so gut, die MAC40 war besser. Verstehe. Wenn sowas ist, würde ich das dann auch zurückschicken. Das hat seine Berechtigung. Arno, ich glaube, jetzt schreibt ihr so viel, dass ich kaum hinterherkomme. Deshalb scrolle ich wieder hoch.
So. Ich habe einen Schlüssel für fünf verschiedene über Amazon für 5 Euro gekauft. Fernostdick suchen Lieferzeit. So geht's auch. So, aber Arno schreibt, das war auch ein Fehler. Griff passt soweit, nur treffen sich die Fingerkuppen, die Seiten. Also hast du auf jeden Fall nicht direkt am Bund gegriffen, denke ich mir. So, ich habe einen Bekannten, dem würde ich gerne mit seiner J&D-Gitarre helfen. Die ist am Sattel viel zu hoch. Macht es Sinn, den Sattel von unten abzuschleifen oder die Kerben feilen? Das ist eine gute Frage. Ja, ich zeige das mal, weil viele wissen jetzt vielleicht gar nicht, was du meinst. Wenn, so, ihr seht, all das ist der Sattel, das sind die Saiten. Ihr seht auch, dass hier die Kerbe so bei der Gitarre ist, dass die Saiten fast an der Oberfläche sind. Wenn ihr eine schlechte Gitarre habt, die schlecht eingestellt ist, dann kann das sein, dass ihr so weit einschleifen müsst, dass dieses obere Teil des Sattels wirklich sehr weit rausguckt. Das sieht nicht schön aus. Die Frage ist ganz einfach. Wenn es gut aussehen soll, dann ist das berechtigt, von unten was abzunehmen. Ist natürlich viel mehr Arbeit. Was ich auch schon gemacht habe, wenn ich gemerkt habe, das geht gar nicht so gut raus. Zum Beispiel bei der Gitarre. Guckt mal hier genau hin. Dann seht ihr, dass der Sattel gar nicht nur vorgesetzt ist, sondern der ist eingelassen. Und das ist bei solchen Gitarren manchmal so. Wenn ihr den abnehmen wollt, dann kann das passieren, dass der geklebt ist und auch gar nicht mehr so schlecht. Dann bleibt beim Rausnehmen ein Stück von dem Sattel kleben und dann habt ihr im Grunde einiges zu tun, den Rest wieder zu entfernen. Das, was nämlich noch dranhängt am Holz. Von daher mache ich das manchmal so, wenn das überhaupt nötig ist, dass ich einschleife von oben. Die Kerbe wird immer breiter natürlich, weil das ja dreieckig ist, die Pfeile. So, und dann ganz am Ende schleife ich von oben das Flach ab. Das geht durchaus, wenn man das vernünftig macht. Da muss man vielleicht auch diese Rundung hier wieder reinbringen, weil es wird ja alles hier kantig dann an der Stelle. Aber das geht. Die Seiten sind natürlich dann auch im Normalfall dann zumindest ganz runtergenommen, dass sie überhaupt nicht stören. Sonst kann man auch nicht schleifen dann. Also wenn du jetzt in diese Richtung schleifst, dann kann man die so raushebeln. Das habe ich auch schon gezeigt. Da braucht man gar nichts machen. Bei einer Nylon-Gitarre braucht man noch nicht mal locker drehen. Jetzt bei solchen Saiten würde ich die ungefähr 3 Umdrehungen locker drehen, dann würde ich die raushebeln. Ich würde die auf keinen Fall richtig lösen in dem Fall. Wenn ich aber in diese Richtung schleife, dass ich die ganze Oberfläche abnehme, dann müsst ihr so weit locker drehen, dass ihr alle beiseite legen könnt, dass sie hier entlang laufen und nicht stören, wenn ihr so schleift. Aber das macht man wahrscheinlich automatisch so. Okay. Ich guck mal eben wieder weiter. Ibanez Western Gitarre, also ein enges Griffbrett sollte man dann auch schaffen vor das Bundstäbchen. Ich habe mir auch eine neue Gitarre bestellt, Sigma DM5SG5 Plus Hummingbird. Die Hummingbird ist meiner Meinung nach ohne Taille. Ich denke, dass du auch ein bisschen größer bist wie die, weil sonst D deutet immer auf Dreadnought hin, wenn dann D im Namen ist. Und das heißt keine Taille. Damit der Arm nicht so rüberhängt, musst du schon relativ groß sein. Meiner Meinung nach brauchst du mindestens 1,80 Körpergröße, damit das wirklich auf Dauer auch stimmt. In deinem Video sagst du, dass der Winkel beim Sattelschleifen wichtig ist. Ja, erkläre ich nochmal kurz. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Seite. So. Ein bisschen rumbauen. Erstmal andere Kamera.
So. So, man sieht hier, dass die Saiten hier runtergehen. Ja? Was nicht passieren sollte, dass sie irgendeiner Form, dass die Saite so breit ist oder beziehungsweise so eine, sagen wir, so eine Neigung hat, dass sie nur punktuell aufliegt. Die sollte an dem Ende hier und am anderen aufliegen und nicht irgendwie auf der Kippe so. Sonst hat man manchmal das Problem, dass die Saite anfängt zu vibrieren. Ja. Passiert aber auch ehrlich gesagt ziemlich selten. Ich denke, so viel könnt ihr da gar nicht falsch machen. So, guck mal weiter. So, Andy, kannst du nochmal den Wechsel G offen auf B-Moll Barezza. Ich habe beim Lied Against the Wind immer Probleme mit diesem Wechsel. Mache ich mal eben. G auf B-Moll. Jetzt könnt ihr alle schön mitspielen. Wer ein bisschen Barre üben will, zeige ich mal die Übung. Das Wichtigste ist bei diesen ganzen Geschichten mit Barre, dass ihr wirklich langsam übt. Guckt auf diese Hand drauf, auf jeden Fall, nicht auf die Schlaghand. Dann macht ihr das G und dann muss man sich jetzt bewusst werden, was passiert in Zeitlupe. Der Finger ist ja schon auf dem zweiten Bund, B-Moll ist ja im zweiten Bund. Dann geht ihr hier hin und dann dahin. Das versucht ihr mal so in Zeitlupe zu machen und dann macht ihr diese Übung. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es immer ein Zeichen, dass der Barré-Griff nicht automatisiert ist. Und dafür macht ihr immer dieses Aufsetzen oder auch Klopfübung. Man kann das fester machen, dann wird es zur Klopfübung. Macht ihr ein paar Mal auch in anderen Bund versetzen und dann versucht ihr das wieder. G, B-Moll. Das geht als Trockenübung. Trockenübung hat den Vorteil, ihr könnt das vielleicht beim Fernsehgucken machen. Stört keinen. Vielleicht ist der Film nicht so interessant für euch und ihr macht eure Übung. Ganz langsam kann das gehen, ja? Aber nicht nacheinander aufsetzen. Sobald ihr merkt, dass ein Finger nach dem anderen kommt, sofort aufhören mit der Übung und dann wieder rauf und runter. Das ist ganz am Anfang, kann das so sein, guckt mal genau hin. Wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr nur etwas abhebt und die Finger gehen, wer weiß wohin, dann macht ihr das so, dass ihr jetzt drauf liegt, also ich habe nur die Finger liegen da drauf. Dann drückt ihr mal an, so das sieht man jetzt. Und dann entspannt ihr wieder, dass die Muskulatur einfach da Bescheid bekommt, dass sie drücken muss. Und wenn ihr das dann ein paar Mal gemacht habt, vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß nicht, wie viele Minuten das braucht, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, dann auf einmal werdet ihr merken, dass ihr nicht mehr klettert. Ich nenne das mal Klettern, wenn man so spielt, hier ein nach dem anderen. Weil das Problem ist, dieses Klettern, das hat nachher nichts mehr mit Nicht-Können zu tun, sondern mit Angewohnheit. Und das ist das Schlimmste, wenn man falsch übt. Ja? Also immer üben, dass alles gleichzeitig passiert. Ja, und dann kann man irgendwann auch flüssig wechseln, ohne dass man sich überhaupt Gedanken macht. Ja? Das ist ja unser Ziel, dass wir alles automatisiert haben. So, ich guck mal weiter. Ich bin bei 1919. Apropos Kapo, kann es sein, dass der schon nach ca. einem Jahr federmäßig nachlässt? Das könnte durchaus sein. Ja. Wenn der zum Beispiel immer drauf sitzt, ich gestehe, ich nehme da keine Rücksicht drauf. Aber wenn ihr ihn immer drauf liegen habt, ist er auch immer angespannt sozusagen oder wie auseinandergedehnt.
dann könnte das schon sein. Ja. Aber was man machen kann, meiner Meinung nach, wenn der nicht am Hals sitzt, dann kann man den meiner Meinung nach schon hier oben auf die Kopfplatte anklemmen, weil es einfach dünner ist. Die Kopfplatte ist ja dünner als der Hals. Der Hals ist ja hier bei mir ungefähr, ich würde mal sagen, fast doppelt so dick. Ja. Und es gibt aber auch viele Capodaster, die sind so labberig von der Feder, das klappt von Anfang an dann nicht. Da müsst ihr gucken in der Beschreibung, was ihr da kauft an Capodastern, was die Leute schreiben. Wenn viele Rezensionen sind und da sind einige bei, die sagen, das ist zu labberig, die Feder, dann lasst die Finger davon. Ich hatte euch, glaube ich, mal diesen Kaiser Capo verlinkt. Den ihr nochmal haben wollt, kann ich euch das hier reinlegen. Da kann man von ausgehen, der ist ja auch nicht ganz so billig, kostet glaube ich 15 Euro. Der heißt nicht umsonst Kaiser Capo, das teilnehmen die Profis auch. Ja, da weiß man, das funktioniert mit dem Ding. Wenn die Seite nicht runtergedrückt wird beim Capo, kann man das vergessen, das funktioniert dann nicht mehr. Dann klingt alles, nicht alles, aber ein paar Seiten klingen eben nicht und dann klingt alles nicht. So, ich guck mal eben. Schön. Speed ist 1,96, da kannst du alles spielen. Bei der Hummingbird müssen nur eins beachten, meiner Meinung nach. Wenn ich mich nicht täusche, ist das eine Gitarre, die eben keine Tali hat, aber sogar noch weniger als eine Tali. Die kann ganz schnell mal so hin und her rutschen und dann ist man eventuell nicht zufrieden mit der Handhabung, nicht nur von der Größe. Das siehst du dir aber, das kannst du dir angucken an der Form. Dann siehst du schon, wie die aussieht. Da ist, muss man einfach ein bisschen gucken. Du bist der Größte hier, das könnte passieren bei der Größe. Tommy 1,48, ist eine andere Welt dann. Wie breit ist denn dein Sattel? Meiner ist hier bei der Gitarre, deshalb spiele ich auch eigentlich sehr gerne damit. Der ist 44 mm. Das ist eine Martin so und so, Custom X Serie. Da steht komischerweise gar nichts Besonderes drauf, oder? Moment. Doch, da steht irgendwas. Da ist nur eine Nummer noch drin. Ne, ich verstehe es auch nicht. Die kostet ungefähr 700 Euro. So, die ist auch nicht schlecht. Aber umgekehrt würde ich eher sagen, die ist eigentlich ganz gut. Die Seiten sind etwas labbrig, sobald die GHS-Seiten kommen, wird auch diese Gitarre einen Satz bekommen. Ich habe zwei bestellt. Eine kommt auf den Maiden. So, Arnie Wright ist so. Wenn man einmal Barré spielen kann, wechselt man meistens von B-Moll auf G-Barré. Ja, das ist absolut richtig. Man nimmt den kleinsten Widerstand sozusagen, was am besten funktioniert. Dirk schreibt, mit deinen Barré-Tricks bin ich extrem besser. Und das freut mich sehr. Dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Trip bin. 44 mm im Nullbund. Man misst den Sattel hier wirklich am Sattel. Also nicht den ersten Bund, sondern hier. Das wird ja hier immer ein bisschen breiter. Was mich noch interessieren würde, bei einer neuen Western-Gitarre fehlt meist der obere Gurtpin, den man selbst anschrauben muss. Kann es passieren, dass der Stahlstab trifft? Das weniger, aber es kann ja was anderes passieren. Das ist eine sehr gute Frage. Du meinst das Ding, was ich zum Beispiel hier auch reingebohrt habe. Ihr dürft auf keinen Fall den Fehler machen, dass ihr zum Beispiel denkt, ich bohre nur ein bisschen vor mit so einem spitzen Gegenstand, mache dann die Schraube mit Gewalt da rein. Dann könnte das passieren, dass das Holz bricht. Alles, was am Hals ist, bei dieser Gitarre nicht, weil das ist so eine Art Spezial, soll man sagen, im Grunde Sperrholz. Das ist, sieht man hier an der Maserung. Ja.
Das ist eine völlig unnormale Maserung, das ist kein gewachsenes Holz. Das ist geklebt, deshalb ist es haltbar. Da wird das wahrscheinlich nicht passieren. Aber wenn ihr normales Holz habt hier, dann ist das Hartholz und dann kann das sein, dass das aufbricht. Also macht ihr eins, ihr bohrt ganz einfach vor, hier an der Stelle ist der Halsstab nicht, der läuft ja hier oben drüber. Jetzt im Grunde zwischen dieser Aufleimung und dem unteren, da ist eine Mulde, da ist der Stahlstab drin. Also hier könnt ihr bohren, da passiert nichts. Also man bohrt so weit vor, dass die Schraube noch einen guten Widerstand hat, nicht zu locker und nicht zu wenig. Ja, das ist im Grunde auch schon alles. Ist nicht schwer, aber ich mache es hier auch für viele, weil ich die Bohrer habe, das sind sehr dünne Bohrer, die man braucht, hat nicht jeder zu Hause. Und ich habe das auch immer parat hier. So. Oh, so. Ist der dran? Ja, manchmal ist er dran, hat mal Glück gehabt. Was ich noch dazu sagen kann, bei der Meten zum Beispiel, da war der Gurtknopf auch dran. Und zwar war der hier dran, guckte nach unten raus. Kann man machen, gefällt mir überhaupt nicht. Habe ich direkt abgemacht, weil wenn ihr die Gitarre mal irgendwo hinlegt, auf den Tisch oder was, dann verschrammt er sofort den Tisch. Das will man eigentlich auch nicht. Außerdem gefällt mir das nicht, wenn die Gitarre hier von der Seite gehalten wird, dann hat die eher den Drang, sozusagen nach vorne zu kippen, wenn man das um hat. Ich mache den so dran, guck mal genau hin, wenn ich jetzt so stehe, so, ich stehe so, jetzt wird das Teil von unten nach oben gezogen und ihr seht auch, was ich hier gemacht habe, das ist von so einem Kronkorken vom Flaschenverschluss, so ein Gummiteil. Da sieht man das. Kann man einigermaßen erkennen, denke ich mir. Damit das nicht aus Versehen abgeht. Ja, das könnte ja sein, wenn ich die zum Beispiel so habe. Das Teil, das ist eine ganz große Gefahr, darf man nicht unterschätzen. Wenn ihr dann den Gurt anspannt, umhängt, die Gitarre geht nach unten und das ist relativ locker, dann hängt die sich von alleine aus. Das ist mir bei meiner schönen Ovation dreimal passiert. Und das hat Spuren hinterlassen. Davor kann ich euch nur warnen. So. So. Da geht es um dicke Finger. Das denken viele auch. Am Anfang denkt man oft, man hat so dicke Finger. Ist aber gar nicht der Fall. Man hat einfach nur noch nicht so die Übung. Kaiser Capo ist super, Marlies scheint den auch zu haben. So, Arno fragt, so muss man was fragen. Taugen die Tonabnehmer im Schlagloch was? Das ist, früher hat man die vermieden, ja, als sie kamen, weil die einfach blechern klangen. Die Teile klangen ähnlich wie eine E-Gitarre, nur nicht richtig wie eine E-Gitarre. Und die pfiffen auch. Das heißt, da kam schnell ein Feedback. Heute sind die bedeutend besser. Es gibt welche du meinst ja in diesem Tonloch, wie heißt das Ding denn jetzt? Weiß ich auch nicht, egal. Ihr wisst, was ich meine, das Ding klemmt dazwischen. Die gibt es richtig teure, über 100 Euro. Ich habe auch schon welche über 200 Euro gesehen. Die sind nicht schlecht. Ja? Und die haben auch nicht so schnell ein Feedback dann wie manch andere. Normalerweise hat man den Tonabnehmer hier drunter. Der liegt hier unter der Stegeinlage. Das ist meistens das, was verbaut wird. Manche haben zusätzlich ein kleines Mikrofon, was noch hier in der Gitarre sitzt. Und das kann man oft dann auch hier mit einem Balance-Regler regeln, wie hoch der Anteil ist von jedem Tonabnehmer. So. Ich habe so einen Gurt, den feste ich mal mit einem Knoten hinterm Sattel. Ging bis jetzt aber auch immer ganz gut, obwohl ich lieber im Sitzen spiele. Im Sitzen würde ich freiwillig also gar keinen Gurt nehmen. Ich mache das eigentlich nur, weil ich immer mal hin und wieder
aufstehen muss mit dem Teil und so im Unterricht dann zu einem Schüler hingehen muss, und um da irgendwas zu zeigen. Link für den Kaiser, Kapo kann ich gleich machen. Am Ende der Stunde würde ich die Links setzen. Dann würde ich einmal dieses Pfeilending reinsetzen mit den Pfeilen und einmal den Kaiser Kapo. Dann könnt ihr, ihr müsst beim Kaiser Kapo noch darauf achten, dass ihr nicht den falschen kauft. Ja? Das erkläre ich dann gleich nochmal. Schallloch, ach, danke. So ist das. So, jetzt komme ich auf mein Thema, sonst komme ich gar nicht mehr hier zum Spielen mit euch. Augenblick. So, heute war angesagt Thema verschiedene Rhythmen im Viervierteltakt. Ich blende mal ein, was ich hier habe. Das Blatt habt ihr alle drin. Was ich heute mit euch üben will, ich zeige mal eben, das waren jetzt 5 verschiedene Rhythmen, die wir auch schon mal gemacht haben. Die Frage ist, ob ihr die könnt. Bei dieser ganzen Geschichte müsst ihr eins berücksichtigen. Es geht nicht nicht darum unbedingt, dass man 10 verschiedene Rhythmen lernt. Es geht darum, dass man die, die man spielen will, auch wirklich kann. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel am Anfang seid, macht es überhaupt keinen Sinn, das richtig mitzumachen. Nehmen wir an, ihr spielt den Allround-Schlag 1 und hin und wieder klappt der nicht. Oder der zweite klappt manchmal auch nicht. Dann würde ich nicht so viel mit anderen Rhythmen üben, sondern eher diese Rhythmen, die ihr gerade übt. Nehmen wir am Allround-Schlag 1. Da könnte man Folgendes mitmachen. Ich muss mal kurz was trinken. So, ich gehe mal auf diese. So. Jetzt seht ihr hier besser und meine rechte Hand, müsst ihr natürlich sehen, die Schlaghand. Ich greife als Griff jetzt erstmal E-Moll. Wenn ich wechsle, mache ich immer E-Moll, A-Moll, dann kann jeder mitspielen. Was man üben sollte, wenn man da irgendwie durcheinander, dass man dann vielleicht was Ähnliches reinbringt, was euch aber nicht hindert am Allround-Schlag. Ja, dass man zum Beispiel so spielt. Dämpfung, die macht man, dann bleibt man immer noch im gleichen Rhythmus. Wenn das mit der Dämpfung Thema ist, könnt ihr mal kurz reinschauen, dann gehe ich da nochmal näher ein. Ja, das gleiche würde man eventuell dann auch machen bei anderen. Man kann ja auch zum Beispiel den Allround-Schlag 2 mit Dämpfung spielen. Das wäre, die Dämpfung findet statt auf dem 2. und auf dem 4. Mal ganz langsam. Das könnte man zum Beispiel auch noch parallel üben, wenn man den übt. Beim dritten Schlag, Balladenschlag, der geht ja so, der dritte ist betont. Die ersten beiden sind gedämpft. Könnt ihr mal ausprobieren, bei E-Moll darf man ja schön oben auch anschlagen. Eins, zwei, dann der dritte, offen, bisschen lauter. Und dann noch 4 und dran gehangen. Ich mache es nochmal zusammen. 1, 2, 3, 4. Im Wechsel mal mit A-Moll. 1, 2, 3, 4 und 1, 2. Ja, das wäre dann ohne Dämpfung. So, das ist Rhythmus 4. Das sieht ja alles immer sehr ähnlich aus. Ist ja auch aufgebaut auf den Grundschlägen und auf den Achteln, die noch mitspielen. Das sind die, wo ein Plus steht oder ich als Und zähle. Oder man kann es auch Füllschläge nennen. So, jetzt könnt ihr hier bei dem auch mal versuchen, die Dämpfung reinzubringen. Auch wieder auf 2 und 4. 1, 2 und 4. Thank you.
das jetzt eigentlich nur als Bereicherung zum Üben jetzt, wenn ihr dieses Blatt sowieso schon habt. Ich will aber eigentlich was ganz anderes zeigen jetzt. Es geht ja um Rhythmus im Vierviertel. Rhythmus heißt ja nicht unbedingt, dass man immer nur schlägt, sondern auch zupfmäßig was im Vierviertel anders macht als sonst. Ja, was ich am Anfang in meiner Schule mache, schon bei Bruder Jakob, das ist dieses Zupfmuster. Ist auch ein Rhythmus. Also einen runter und dann drei einzelne Töne. Diese Technik solltet ihr unbedingt so weit üben, dass ihr die flüssig auch ein bisschen schneller spielen könnt, so ungefähr wie ich jetzt gerade gespielt habe. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Schön locker halten, das Plektrum. Aber wozu ich euch jetzt anregen möchte, ist eine ganz andere Sache. Ich möchte nämlich, dass ihr auf Dauer lernt, frei zu zupfen, dass man gar nicht groß nachdenkt. Ich habe es heute Morgen, glaube ich, auch schon mal angeschnitten, das Thema. Greift mal A-Moll vielleicht und jetzt zeige ich euch die Bewegung in Zeitlupe. Worüber ihr euch im Klaren sein müsst, alles was ihr greift und was darunter frei liegt, die untere Seite ist eigentlich so gut wie immer anzuschlagen, also die ist nicht verkehrt. Bei den Bassseiten kann das schon mal sein, dass man eine nicht spielen soll, aber auch eigentlich relativ selten. So. Deshalb, weil man alles anspielen darf, man schlägt ja auch runter. Darüber müsst ihr euch immer im Klaren sein. Wenn man alles anschlagen darf im Rhythmus, dann dürft ihr auch jede Seite treffen beim Zupfen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache statt den Schlag nach unten, nehme ich eine Seite. Ich nehme jetzt mal die Bassseite. So, danach mache ich ja, wenn ich unten bin, dann mache ich eine Bewegung nach oben. Diese Bewegung mache ich nicht so, sondern ich nehme irgendeine Seite. Die. Versucht mal einfach eine Bewegung zu machen, die so pendelartig ist. Ihr macht einmal nach unten den Anschlag und nach oben. Egal welche Seite ihr trefft. Das hört sich jetzt ein bisschen filigraner an, als wenn man so spielen würde. Ja, weil ihr einfach weniger spielt. Haltet das Plektrum relativ locker. So, und jetzt könnte man das so machen, wenn man sich das vorstellt. Diese Bewegung, die macht man noch kleiner. Das heißt, das findet jetzt im Bassbereich statt. Macht mal so irgendwie hin und her. Es kommt nicht genau darauf an, welche Seite ihr trefft. Ich habe A-Moll gegriffen. Ne? So, und jetzt mal ganz langsam wieder. Eins und, das haben wir gerade gemacht. Bei zwei und gehen wir etwas nach unten und spielen die unterste mit dann. Dann haben wir zwei Bewegungen. Einmal die obere, dann das gleiche nochmal, wo auf jeden Fall irgendwie die untere oder wenigstens die zweite angeschlagen wird. Das heißt, wir haben klanglich gesehen einen tiefen Bereich und einen hohen Bereich. Und dadurch ändert sich im Grunde eine ganze Menge. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also ich habe es noch nie gesehen, dass es einer so gezeigt hat. Weil die meisten, die was unterrichten, die zeigen immer so Sachen, die dann auch ganz genau auf eine Seite gehen. Und ich finde, das macht viel mehr Spaß, wenn man einfach weiß, was geht und darauf aufbaut und dann lernt, frei zu spielen. Ja, damit meine ich jetzt, wenn ich jetzt so spiele, diese Technik, ich zeige euch die auf verschiedenen Akkorden. Gemerkt, das funktioniert eigentlich bei jedem Akkord und es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, dass das bei einem Lied nicht funktionieren sollte. Ja, das könnt ihr natürlich auch rhythmisch nachher noch variieren. Am Anfang würde ich wirklich sagen, macht dieses Grundprinzip
runter, rauf, auf verschiedenen Seiten. Einfach denkt einfach von der Höhe jetzt hier, wo ich anschlage, hoch im Bassbereich. Und dann beim zweiten dann 1 und 2. Und es ist auch egal, ob ihr manchmal 2 oder auch 3 spielt. Das ist völlig egal. Hauptsache, man guckt, dass man irgendwie die Bewegung so hinkriegt. Man könnte das zum Beispiel noch extremer machen, dass man sagt, okay, das ist auch gar nicht mal schwerer. Dass man sagt, ich nehme wirklich im Bassbereich vor allen Dingen 2 Seiten. Das ist sehr einfach. Könnt ihr mal ausprobieren. Wenn ihr euch vertut und diese trifft, ist das auch nicht richtig schlimm. So. Dann habt ihr schon mal 2, die richtig übereinander liegen. 1 und 2. Aber danach kommt ja schon der untere Schlag. 1 und 2. Vielleicht, dass in dieser kleinen Technik, und die ist wirklich einfach, wenn ihr die ein bisschen übt, da steckt unglaublich viel drin. Ja, da könnt ihr improvisieren, eure Lieblingslieder, auch ganz einfache Lieder, da könnt ihr so verfeinert alle denken, boah, das hört sich super an. Ja. Müsst ihr einfach ausprobieren, dass ihr Routine darin bekommt. Ist ja hier das Gleiche wie bei allen anderen Sachen, es geht nur um Routine, ja, dass es von alleine läuft. Und nicht zu viele verschiedene Rhythmen. Im Grunde dieses Thema, was jetzt heute aufgerufen war, wahrscheinlich haben jetzt manche auch erwartet, dass ich jetzt 10, 20 verschiedene Rhythmen mache im Viervierteltakt. Sowas mache ich grundsätzlich nicht, weil es nichts bringt. Ich würde euch mehr verwirren, als sonst was machen. Und das ist nicht Sinn des Gitarrelernens. Aufbauende Stufen machen, von einem zum anderen gehen. Und wenn ihr dann 3 oder 4 könnt, dann macht ihr irgendwann den 4., aber nicht hintereinander alles. Dann kommt ihr nachher komplett durcheinander. Dann lieber so ein freies Spiel, was euch unheimlich viel erlaubt und was sofort eigentlich viel bringt. Das werdet ihr merken. Ich bin gespannt, wenn ihr das übt, schon vielleicht nach 3, 4 Tagen. Da merkt ihr auf einmal, da tut sich was. Ihr habt eine Lockerheit in der Hand. Das ist ja nichts, was man fest anschlägt. Das ist alles total locker. Und dann zeige ich euch später auch noch andere Sachen, das mache ich jetzt aber absichtlich nicht, das wäre auch totaler Quatsch, die ähnlich sind, aber auch frei gespielt werden, aber einen anderen Charakter haben. Ja. Das machen wir dann schön aufbauend. Jetzt gucke ich mal irgendwie, was geschrieben wurde. Kurze Rückmeldung zum Thema 432 Hertz. Seit ich die Sigma Triple O umgestimmt habe, benutze ich kein Kapo mehr bei Gesang mit Gitarre, weil es so schön klingt, denke ich mir. Hat übrigens einer dieses Video geguckt, was ich da euch empfohlen hatte? Das war von diesem Menschen Ingmar Bieder, 432 Hertz. Ich kann euch das nochmal reinschreiben. Wer Interesse daran hat an 432 Hertz, und das einfach mal aus Neugier ausprobieren will. Das bedeutet aber, dass ihr ein Stimmgerät haben müsst, was ihr runterstimmen könnt auf 432 Hertz. Also ihr gebt dann bei YouTube in die Suche ein 432 Hertz und ihr gebt ein, entweder den Typen, wie der heißt Ingmar Bieder. Ich glaube, der wird so geschrieben. Oder dahinter gebt ihr noch einen, der Kanal heißt Sportsgeist Heilbronn. Das ist ein Mensch, der sehr viel Ahnung hat von gesundheitlichen Problemen, arbeitet auch als Physiotherapeut oder ähnliches. Der gibt eigentlich immer sehr interessante Sachen von sich. Der macht auch übrigens Livestreams sehr oft, mehrfach in der Woche, wer sich für das Thema, für solche Themen überhaupt interessiert. So, habe ich was versäumt hier? So, Dirk, ich habe einen Fender CD60, mal ist jetzt 25 Jahre alt. Ja, die halten lange, die Dinger. Und Tommy hat auch eine.
Wie hebst du das Plektrum? Du meinst quasi, wie ich das halte, denke ich mir. Zeigefinger von der Seite, nicht platt. Manche machen das so, würde ich auch nicht empfehlen. Der Daumen normal gerade, mein Daumen ist noch ein bisschen lädiert, wird aber auch langsam besser. Also eigentlich ist der durchgedrückt, der Daumen hier. Sieht man mir nicht ganz. Aber was wichtig ist, diese drei Finger, die sind nicht zusammen als Faust. Ja, das machen auch manche. Die Gefahr ist, wenn ihr das macht, einfach nach innen geht, dann kann das sein, dass hier alles fest wird, dass die Muskulatur angespannt ist. Und deshalb locker halten. Der Hintergrund ist folgendes. Ich zeige euch das und ich werde auch bald ein Thema draus machen. Das ist die sogenannte Hybridtechnik. Ja, man spielt dann mit Plektrum und mit Fingern. Das kann man zum Beispiel am Anfang durchaus machen, wenn man leichte Sachen spielt. Das heißt, man könnte eine ganz leichte Sache machen. Man spielt das Plektrum runter. Dann nimmt man zwei Finger. Der kleine Finger ist so eigentlich nie im Spiel. Also ich wüsste das gar nicht, dass der eingesetzt wird, weil er vielleicht einfach zu kurz ist und auch eher reflexartig da arbeitet, wenn er überhaupt was macht. Also dann nehmt er zwei Seiten noch und dann spielt er so. Man kann natürlich ja auch genauso gut richtig zupfen, ja, dass man dann irgendwas zupfmäßig macht mit den Fingern. Aber der Hintergrund ist, wenn ihr so spielt und die locker habt, dann könnt ihr das einigermaßen machen. Wenn ihr euch das angewöhnt, so zu spielen, dann wird es richtig schwer. Und deshalb denke ich immer von Anfang an die richtige Technik, damit euch nichts verbaut wird. So. Ich habe mir das Video angesehen, sehr interessant. Das ist schön. Und die App von heute Morgen hat den Namen leider nicht mit. Und da schreibe ich, da hatte doch, wer hat mir das denn geschrieben? Der Lothar, meine ich, hatte mir das geschrieben. Den Link, den schreibe ich euch. Das ist nämlich von dem Programm jetzt. Von heute Morgen, die App für iOS. Da wird die richtig schön beschrieben. Da ist eine komplette Auflistung mit den Sachen, die man machen kann. Das hilft schon mal, dass man überhaupt weiß, was. Und wenn ihr weiter nach unten scrollt auf der Seite, da sind auch so ein paar Bewertungen zu sehen, da kann man auch schon ein paar Sachen erkennen. Da geht es aber, muss man dabei bedenken, um die Lite-Version, die nichts kostet. Die kostet, wenn man die freischaltet, 7,99 meine ich. Ist meiner Meinung nach aber das Geld locker wert. Ihr werdet die öfter sehen, ihr müsst die jetzt nicht alle kaufen oder sonst was. Könnt erstmal die Lite-Version runterladen, damit runterspielen. Ich werde demnächst viele Sachen daran erklären, weil die sich dazu eignet. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr euch auch diese Version kauft. Ansonsten wäre es sehr interessant, wenn jemand für Android auch was Ähnliches findet. Und ich bin mir sicher, da wird es was geben, weil das bestimmt einer einfach nachgemacht hat. Die Firma selbst hat es nicht nachgemacht, meine ich. Die machen das nur für iOS. So. Marius schreibt noch, meine Schnelligkeit kommt einfach nicht und ich übe sehr viel. Vielleicht liegt das am Alter. Ja, Schnelligkeit ist relativ. Die Frage ist jetzt auch, wobei beim Rhythmus oder beim Zupfen oder beim Wechseln der Griffe. Und ich glaube, du spielst aber auch noch nicht so lange, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube nicht, dass das altersbedingt ist. Das ist einfach eine Frage, erstmal, was man überhaupt spielt. Wenn man zum Beispiel auch, die Frage ist, ob du jetzt mal zu langsam für die Lieder, die du spielst, oder dass du einfach bestimmte Sachen schneller spielen willst. Vielleicht Rock'n'Roll oder was, klappt nicht schneller. Da braucht man dann Geduld. Ich denke, dass das auf jeden Fall funktioniert. Müsstest du mal genau schreiben, was du meinst, was zu langsam ist, deiner Meinung nach. Und dann kann ich dir vielleicht da irgendwo einen Tipp geben. So, Ende. Ich habe komplett umgestellt auf verschiedene Plektrum von Gravity und V-Picks. Etwas teuer, aber die halten dafür ewig. Der Klang ist klasse. Also ich kenne die jetzt nicht alle. Ich habe meistens so sehr einfache Teile. Das Wichtigste ist für mich, dass das Material nicht so ist, dass die total rutschig sind und dass man keinen Kontakt. Seht das zum Beispiel hier. Ich habe jetzt keine so feuchten Finger und trotzdem klebt das Ding da dran. Das ist schon mal ganz gut. Manchmal mache ich es aber wirklich so, dass ich die Finger so kurz anlecke und dann wirklich mit dem Plektrum halte.
weil dann ist das so trocken, mein Finger, dass jedes Plektrum einfach wegfliegen würde. Und das passiert ja auch manchmal Profis auf der Bühne, dass das Plektrum einfach weg ist. Von daher ist es vielleicht manchmal auch normal. Wenn es ständig passiert, da muss man sich was überlegen. Aber es gibt da wirklich auch solche Plektren. Ich habe irgendwo auch eins. Das ist quasi wie Gummi oben. Da muss man nur gucken. Unten darf es natürlich nicht wie Gummi sein, sonst wäre es stumpf und klingt dann nicht. Die sind aber auch so gearbeitet. Da lohnt sich das schon wirklich, in ein richtiges Musikgeschäft zu gehen und einfach mal ein paar Sachen in die Hand zu nehmen, zu gucken, ob das einem passt. Welche Basse schlage ich beim freien Picking in D-Dur an? Bis auf die dicke E-Seite kannst du die A-Seite auch anschlagen. Das geht auf jeden Fall. Die Bitte ist sehr interessant, das stimmt. Supi. Schön. Da hat noch einer Gravity. Ist so, neue Saiten sind manchmal wie eine neue Gitarre. Man glaubt es vielleicht gar nicht, weil man nicht unbedingt merkt, dass die immer schlechter werden, weil es ja langsam vonstatten geht. Deshalb kann man sich auch durchaus zur Regel machen, jedes halbe Jahr, je nachdem, was man für Saiten hat. Wenn ihr unbeschichtete Saiten habt, dann würde ich sogar sagen, alle 3-4 Monate spätestens. Bei beschichteten Saiten, da ist es wirklich so, wenn ihr Elixier habt, ich muss gestehen, ich habe die auch schon ein Jahr drauf gehabt, weil ich einfach das nicht einsah, die runterzunehmen. Bei Elixiersaiten ist so, die Beschichtung geht irgendwann auch mal so ein bisschen flöten, dann sehen die ein bisschen unschön aus. Mich stört das nicht, wenn das stört, der holt sich dann eben früher Saiten. Bei Elixiersaiten, da müsst ihr noch eins berücksichtigen, nur am Rande. Die haben eine Beschichtung. Die Nanoweb, ist eine dünne Beschichtung, dann gibt es Polyweb. Das ist eine dicke Beschichtung. Ehrlich gesagt frage ich mich, warum die überhaupt hergestellt werden. Weil alle Leute, wenn man das mal guckt, wie die Polyweb bewertet, die beschweren sich einfach nur immer, dass die Beschichtung ganz schnell ab ist und haben dann überhaupt keinen Spaß mehr, weil die wirklich richtig übel aussieht. Ich hatte die auch mal. Ich kenne aber auch keinen, der die kauft, aber die gibt es immer noch im Handel. Ihr dürft nicht einfach so Elixier kaufen. Ihr müsst darauf achten, ob da Nanoweb oder Polyweb draufsteht. Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch da auch noch einen Link gleich hinlegen. Ist ja jetzt sowieso schon wieder vorbei, sehe ich gerade. Also was wollte ich an Links? Das wolltet ihr nochmal haben. Die Pfeilen wollte ich raussuchen. Und da war noch irgendwas. Schreibt das vielleicht nochmal rein, was nötig ist. Weil es ist jetzt hier, ich hatte mir das nicht aufgeschrieben. Also ich gehe jetzt hier gleich, wenn ich jetzt auf Wiedersehen gesagt habe, dann gehe ich auf das Bild, auf das Endbild. Ich spreche aber weiter, ihr hört mich auch weiter. Und ich gucke mir den Chat an und schreibe dann auch noch, legt euch die Links da rein, die ihr jetzt verlangt. Das müsstet ihr dann nochmal reinschreiben. Als erstes mache ich die Pfeile fertig dann. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Und morgen geht es um die gefürchteten Sechzehntel im Schlagrhythmus. Ja, wie man die üben kann und wie man die einbauen kann. Und wie die theoretisch auch überhaupt eingeordnet werden könnten. So, dann verabschiede ich mich offiziell und mache jetzt weiter mit den Links noch ganz kurz. Das wird ja nicht so lange dauern. So, ich würde dann sagen, allen anderen schon mal, wenn ihr euch verabschiedet jetzt, auf Wiedersehen. Bis morgen Vormittag um 11 bin ich wieder da. Macht's gut, ciao. So, und jetzt bin ich noch hier dran. Geh mal kurz auf die Amazon-Seite. Da ging es einmal um Pfeilen. Mal gucken. Aber für Gitarre. Ja, es gibt da verschiedene Sets. Ich suche jetzt wirklich nicht so ein Set raus, wo nur Pfeilen sind, sondern das war ein anderes. Wenn man Pfeilen-Set eingibt,
dann kommt das nämlich gar nicht. Ich gehe mal noch Kurbel mit ein, mal gucken, was da kommt. So, da ist das, was ich eigentlich schon mal, da ist nämlich eine Zange bei, Pfeilen sind dabei und ich meine, die Kurbel war da auch bei. Also, lass mir immer ein bisschen Zeit, damit ich nicht das Erstbeste verlinke. Ich will da auch schon was Vernünftiges finden. Dieses Teil, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch verlinkt. Augenblick. So. Lasst euch nicht irritieren vom Telefon. Da, jetzt habe ich das Teil. Jetzt gucke ich noch mal eben. So, den Link habe ich jetzt abgeschickt. Das war für das Set. Guckt euch das noch mal genau an. Also, das ist jetzt so ein Vorschlag von mir, was man machen, nehmen könnte. Ja, da ist eine Kurbel auf jeden Fall bei, verschiedene Pfeilen und auch eine Zange. Kostete 11, was war das? 11,98 bei Gratislieferung. So, jetzt gucke ich mal eben, ob ihr da noch was anderes brauchtet. Ja, ich guck mal bei dem Sportsgeist Heilbronn auch mal eben nach. Das wäre. Den Link mache ich direkt zum Video, dann braucht ihr da gar nicht suchen. Sportsgeist. Das ist der. Überschrift, die moderne Musik beeinflusst deinen Körper und deine Gesundheit negativ. Da geht es nicht nur ums Spielen, sondern auch, was man hört. Ja, man darf auch nicht vergessen, es gibt Leute, Künstler, auch heute noch, auch in der Popmusik, die benutzen wirklich 432 Hertz. Und die wissen dann auch genau, warum. So, der letzte Link, der war jetzt vom Sportsgeist. Elixir OptiWeb für die E-Gitarre kenne ich gar nicht. Bitte Link für E-Gitarre und Akustik. Marlies, was meinst du jetzt genau? Eine richtige E-Gitarre oder eine Akustik? Das wäre dann eine Western-Gitarre, meinst du? Jetzt weiß ich nicht, wie groß du bist. Wenn du jetzt riesig bist, dann könntest du natürlich auch eine Dreadnought spielen. Ansonsten bei der E-Gitarre gucke ich mal eben nach. Was mir auffällt, ob da was Bestimmtes ist, was ich wirklich empfehlen kann. So, es gibt da Sets. Bei einer E-Gitarre gehört natürlich ein Verstärker dazu. Jetzt muss man sich überlegen, kauft man die im Set, diese kleinen Verstärker, die würden im Normalfall für zu Hause eigentlich immer reichen. Das sind natürlich bei diesen Sets im Normalfall keine Qualitätsgeräte. Die Nachbarn würdet ihr trotzdem verscheuchen können.
Was wichtig wäre, wo ich darauf achten würde, wenn ich einen billigen Verstärker kaufe, dass da auf jeden Fall irgendwie auch so eine Art Vorstufe drin ist, dass man auch verzerrt spielen kann. Denn eine E-Gitarre, die nicht verzerrt ist, also E-Gitarre ist für mich auch Rockgitarre. Und da gehört der verzerrte Klang immer dazu. Ja? Mehr oder weniger kann man das dann verzerren. Das Problem ist, dass sie aber auch alle nicht gut klingen, die preiswerten Teile. Da müsste man wirklich gucken, was es gibt. Und ich würde auch immer eine Tasche dazu nehmen oder eben separat kaufen. Außer du weißt wirklich, dass du zu Hause bleibst mit dem Teil. So. Ich guck mal. Und falls du einen Kopfhörer empfehlen kannst, also einen Kopfhörer kann ich definitiv was empfehlen. Da müsstest du mir gleich nochmal sagen, ob an welchem Gerät du das anschließen willst. Ob du das ans iPad, ans Smartphone anhängen willst oder an eine echte Stereoanlage. Das spielt da auch eine Rolle. Aber da kann ich dir richtig was richtig Gutes empfehlen. Habe ich mir nicht selber gekauft, obwohl ich eigentlich einen teuren hatte. Und der ist noch nicht mehr richtig teuer. Aber es ist auch ein richtiger Kopfhörer, nicht irgendwie so ein In-Ear-Teil. Ich gucke ja nochmal eben nach der E-Gitarre, was da so alles kommt. Ich bin also immer noch bei der E-Gitarre, deshalb habt ihr noch ein bisschen Geduld. Und zwar würde ich dir diese empfehlen. Da müsstest du nach einer passenden Tasche dann noch gucken. Die ist jetzt ohne Tasche. Dafür hast du aber eine Gitarre für eine richtig schöne Gitarre. Ich sage dir auch gleich schon mal, wo die Vorteile sind bei der Gitarre. Ich mache mal eben den Link fertig. Ich schreibe jetzt mal davor, was das ist bei den ganzen Links, und weiß man nichts mehr Bescheid. Das ist eine Yamaha E-Gitarre. So, Link ist gesetzt. Der Vorteil ist, dass der Cutaway wirklich bis zum Ende geht. Du kannst ja wirklich nachher auch oben spielen. Auf der E-Gitarre kann das durchaus sein. Die Farben, die gibt es verschiedene. In Weiß, in Schwarz, Rot Metallic und Dunkelblau. Da muss man sich angucken, was einem gefällt. Das spielt jetzt nicht die Rolle. Einstellarbeit musst du immer noch machen. Diese Gitarre hat einen Humbucker eingebaut in der Stegposition. Das bedeutet, du hast da einen sehr fetten Sound. Und dann hast du die anderen beiden Single Coils. Damit kannst du dann im Grunde so Dire Straits ähnliche Sounds mitmachen. Ich weiß nicht, ob du das im Ohr hast. Klingt dann ein bisschen anders, aber diese Gitarre ist sehr vielseitig. Kannst du dann auch die Bewertungen, da sieht man schon 220 Bewertungen, die werden nicht alle lügen. Ja? Kannst du dir durchlesen, das wird das wahrscheinlich bestätigen, was ich jetzt sage. Einen Gurt wird man wahrscheinlich auch haben wollen bei der Gitarre. Könntest du einen aussuchen. Nimm da auch nicht den billigsten, also nicht einen Stoffgurt, der jetzt sofort zusammensackt in sich, weil eine E-Gitarre kann durchaus auch ein bisschen schwerer sein. Dann nervt das. So, ich guck mal weiter. Western, Andy, brauchst du einen Link dafür? Ich mach mal eben das jetzt mit dem Kopfhörer, da weiß ich nämlich schon genau, was ich da empfehle. So, also das soll ans Smartphone und ans Tablet. So, das müssen wir wissen. Augenblick. Das ist ein sogenannter Kopfhörer, der in fast allen Studios auch benutzt wird. Das war immer mein Wunsch. Ich habe mir den jetzt erst vor ein paar Wochen gekauft. Ja. Und das ist einfach ein Traum. Ich hatte vorher einen, der war sogar teurer.
So, und zwar wäre das dieses Modell hier. Also es ist ein geschlossener, nicht ein Klopfer, es ist ein halb, nee, das hier ist ein geschlossener, kabelgebunden für professionelles Rekorden, weil der Vorteil ist, dass dieser Kopfhörer, der beschönt nichts, der macht nichts dazu, der macht es so, wie es produziert ist. Und das hört man. Der hat einen ganz klaren Bass. Du hörst alle Instrumente, du hörst quasi die Lieder, die du hören wirst, die wirst du komplett anders hören, als du jemals gehört hast. Außer du hast eine Wahnsinns-HiFi-Anlage, die das auch schafft. So, Moment. So, gleich habe ich das Ding. Weil ich habe extra gefragt, wofür du das nimmst. Und da brauchen wir einen, der jetzt eine geringe Ohmzahl hat, damit der Widerstand nicht so ist, weil diese kleinen Geräte, die haben nämlich nicht die Verstärkung, wie das zum Beispiel ein echter HiFi-Verstärker hat. So, das ist der Beyer-Kopfhörer. Wenn du was suchst, In-Ear-mäßiges, gibt es auch. Ich habe da auch welche. Ich habe da auch mal sehr gute mir gekauft. Ich habe aber festgestellt, ich habe sehr dünne, kleine Gehörgänge. Da gehen selbst die kleinsten In-Ear-Teile nicht richtig rein. Ja, wobei die auch immer kabelgebunden sind bei mir, weil ich nehme grundsätzlich nichts, was da mit Funk geht. Und ich würde auch jedem von euch empfehlen, ja, diese Scheiß-Kopfhörer zu vermeiden. Ja, da gibt es ja von Apple diese Dinger, iPods oder wie heißen die Dinger. Es kann durchaus tödlich enden. Also macht euch da nichts vor, macht euch schlau vor allen Dingen. Guckt nach, Hochfrequenz, Kopfhörer und ihr werdet Sachen finden. Es gibt ja eine Seite, wer euch nicht dafür interessiert, da sind Studien hinterlegt, weil es heißt immer, das ist alles nicht belegt. Manche halten das für Esoterik, das ist der größte Schwachsinn. Funk, das ist keine Esoterik, das ist Physik. Ja? Ihr könnt mit Strahlung Leute töten, das weiß auch jeder. Ja? Und wenn ihr die Dinger im Ohr habt, was da an Strahlung ist, es ist ungeheuerlich. Aber das mehr oder weniger jetzt mal nebenbei. Da bin ich in meinem anderen Beruf jetzt reingelaufen. Sie interessiert dafür, die Seite heißt Elektrosmog Hagen. So, jetzt war vielleicht noch, Andy schreibt jetzt hier E-Gitarre, Elixir OptiWeb 10er und das war wahrscheinlich von dir jetzt ein Vorschlag, denke ich mir. Nicht, dass du da was suchst, oder? Weil ich will das jetzt nicht dich übersehen oder was. So. Okay, Arno verabschiedet sich, sagt dann auch schon mal Tschüss, Arno. Also wenn noch einer was jetzt braucht, dann schreibt noch mal kurz, sonst sage ich auch gleich hier Goodbye und bis morgen sonst. Ich hoffe, dass ich keinen vergessen habe jetzt, sonst müsst ihr euch jetzt sofort melden. Ja, apropos Spende, ich bedanke mich recht herzlich dafür. Es ist ja einiges an Spenden gekommen schon. Das finde ich total super. Das macht dann natürlich noch mal mehr Spaß. Ja, den Kopfhörer, den kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Der hat auch noch einen anderen Vorteil, weil der über dem Ohr liegt, der liegt nicht auf der Ohrmuschel, den kann man wirklich lange tragen. Ja.
ist eigentlich der einzige Kopfhörer, der einen Druck ausübt, der nicht zu fest ist und nicht zu gering ist. Also ihr werdet das merken, könnt ihr mir schreiben, wenn ihr den habt, wie ihr das empfindet. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ihr den schlecht findet. Außer ihr habt so riesige Ohren, dass das Ding vielleicht dann immer noch auf der Ohrmuschel liegt. Weil das sollte eigentlich meiner Meinung nach kein Kopfhörer machen. Weil sonst ist das nicht richtig entspannt. Zumindest bei mir ist das so. Habe ich aber auch von anderen gehört. Die Yamaha gibt es auch als Set. Okay, da gucke ich nochmal eben nach. Das interessiert mich jetzt auch. Yamaha E-Gitarre als Set. Mal gucken. Ich sehe jetzt mit Plektren, sehe ich die noch. Gehen wir auf Yamaha selbst, mal gucken. Also ich kann es jetzt hier nicht finden, vielleicht gibt es sie bei Thomann als Set, das könnte sein. Aber beim Set habt ihr dann auch wieder einen festgelegten Verstärker. Ehrlich gesagt würde ich dann lieber gucken, dass man einen Verstärker kriegt, der wirklich was taucht und auch nicht teuer ist. Das gibt es ja auch. Oft sind die Zusammenstellungen so, das muss nicht sein, aber oft ist es so, dass wirklich dann beim Verstärker gespart wird, dass man einfach was dabei legt, dass derjenige was hat. Meistens kauft man dann aber zweimal den Verstärker. So, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich jetzt auch. Dann würde ich sagen, bis morgen früh. Macht's gut. Ciao.